Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Halo 3 ODST. Ja, in der letzten Folge haben wir mit dem Spiel angefangen. Haha, logischerweise ist jetzt Folge 2. Ja, in der letzten Folge sind wir in der Figur des Anfängers, des Rookies, durch die Gegend gelaufen. In der letzten Folge ist Folgendes passiert. Die Allianz hat die Erde irgendwie gefunden und so, und die klappt sich immer noch mit den Menschen, und dann sind die halt hier auf der Erde gewesen, und dann wurde halt irgend so ein Stoßtrupp Special Forces von dem Erdmilitär, also die ODSTs, losgeschickt, eben halt dieses eine Schiff, was hier über Neu-Mombasa, wo wir uns hier befinden, ein bisschen Remi-Demi geschoben hat, wie man hier unschwer erkennen kann, ist alles ein bisschen kaputt. Ja, die sind dann natürlich, während wir mit so einem Droppod am Runterfallen waren, in so einem komischen Slipstream gegangen, und dadurch ist eine riesige Druckwelle entstanden und alle sind abgestürzt in ihren komischen Droppods, unter anderem halt auch der Rookie, den wir letzte Folge gespielt haben, der ist ein bisschen unsanft aufgekommen und 6 Stunden später erst wieder zu sich gekommen, der war eine Weile ohnmächtig. Und in der Figur des Rookies, des Neulings, sind wir eigentlich dabei, die mit unserem Team wieder zu vereinen. Das haben wir dann noch letzte Folge so mehr oder weniger getan, bis wir dann einen Helm random in so einem komischen Monitor am Stecken sehen. Und dann kam eine Art, naja, Flashback würde ich nicht sagen, aber jetzt sind wir halt der Bug, einer von den anderen Typen, der mit ihm abgestürzt ist, also sein Chef so gesehen vom Rookie. Und wir versuchen gerade so eine komische Missnachrichtendienst, Geheimdienst, Ex-Frau, Freundin, wie auch immer, von dem Typen, den wir gerade spielen, zu retten. Also ihre Abschlusszelle zu kommen mit ihrem Droppod, weil die halt auch nicht sehr sanft aufgekommen ist und ihre Tür nicht aufgeht. Die Grunts waren schöner in Halo 2 Anniversary, so. Warum bist du jetzt gestorben? Ich war es nicht, oder ist er seine eigene Granate gerannt und dabei in die Luft geflogen? Das wäre natürlich ziemlich selten dämlich gewesen. So, genau. Wir sind Buck, wir suchen unsere Alte. Und die Musik mag ich immer noch sehr. Die ist schön. Die ist wirklich schön, die Musik. Das ist so eine Musik, die kannst du dir stundenlang angucken, wenn du dich auf irgendwas konzentrierst oder so. So. Soldat hier drüben. Soldat, ach da. Ich sah sie abstürzen. Sie haben wirklich Glück gehabt. Gab es noch mehr? Negativ. Aber nach dem Blitz konnte ich nicht mehr viel sehen. Hören Sie mir zu. Einige der Gebäude sind offen. Auf die Weise können Sie der Allianz auf der Straße ausweichen. Verstehe. Danke. Selbst wenn, das sind verkackte Schiebetüren. Notfalls trittst du die ein oder versuchst sie auseinanderzuschieben. Gibt eine Menge Möglichkeiten, in ein Gebäude reinzukommen, dass wenn die Türen zu sind. Auch in 2000 noch was. 2100, 2200, was auch immer wir gerade sind. Die Herren? Wenn ich euch beide schon sehe, werdet ihr wahrscheinlich ziemlich bald sterben. Oh ja. Das war knapp. Schuiuiui. So, ihr lebt beide noch. Beide, alle beide sind auch lebendig. Achtung, Nachschub! Oh, da ist eine Menge Party. Wer von euch hat denn hier die Dings durch die Gegend geworfen, die
Granaten. Gut, also wir sollen doch eigentlich durch die Gebäude durch und nicht uns über die Straße sneaken. Dann machen wir doch mal, was uns gesagt wird, während die anderen beiden dann einfach mal draufgehen. Oh, dunkel hier. Dunkel war's. Das Visier schien helle. Als sein Odi. Bitte langsam fahren. Ja, ich weiß. Was ist dir passiert? Gerne langsam. Das ist eine gute Mahnung. Rechnung überfällig. Warum sagst du mir das? Ich bin sicherlich nicht so schnell gefahren. Aber ja, wie kommen die erstens hier hoch? Und zweitens, wieso sind die so tot? Ach, Elite. Stimmt. Die Eliten haben sich mit dem Bruts geprügelt. Aber das wissen die doch. Ich meine, das ist doch nicht neu, das müsste selbst ein ODST wissen. Wenn das so eine Special Forces ist, sind die doch sicherlich über die neueste Entwicklung aus Halo 3 imstande, im Bilde. Du brauchst dich nicht wundern, dass die Eliten sich mit den Grunts prügeln. Das wissen wir doch alle. Das ist ja gerade das Einzige, was mich mehr oder minder stutzig macht. Da liegt noch ein Medipack, da liegt noch einer rum, der ist ziemlich tot. Okay, hier haben wir noch einen Kollegen. Ja, gut. Aha, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Ah, das sieht doch... Oder bin ich gerade hergekommen? Ich bin verwirrt. Irgendwie habe ich mich gerade wahrscheinlich verlaufen. Dazu habe ich ja sowieso ein Talent. Ja, okay, sind wir wieder unten. Aber da oben war ja eh nicht mehr so viel. Gut, gut, schön. Warum hat die Musik eigentlich aufgehört, hm? Ich habe mich gerade so schön daran gewöhnt. Oh wow, das war ja eine richtig krasse Abkürzung, drumherum Schleicherei. Ist eigentlich nur dazu gewesen, um die Leute vorzuschicken, damit die sterben oder was. Das ist aber nicht die feine englische Art. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob dieser Bug-Engländer ist oder nicht, aber... nett ist es trotzdem nicht. Wie viel von der Pistole hältst du eigentlich aus, bis du stirbst? Da wäre die Frage geklärt. Zwei Magazine locker. So, da oben war doch auch noch irgendwo einer. Oh Scheiße, habe ich Geschütze jetzt kaputt gemacht. Sonst hätte ich nämlich gerne mitgenommen. Oh, perfekt, das ist doch heile. Plasma-Geschütz, meins. Finde ich gut, dass man das nicht zu der Master Chief die Dinge richtig gegenschleppen kann, sondern auch der GP, der kein Spartan ist. Aber das andere habe ich anscheinend geschrottet. Das ist tragisch. Zwei davon sind sicherlich cool gewesen. Hier ist so viel Platz, das gefällt mir nicht. Viel Platz bedeutet meistens nichts Gutes. Hier wieder dann Grunt in der Ecke. Irgendwelche Schildbooster, die wir nicht aufheben können. Believe! Veronica, was bedeuten die toten Eliten? Wie meinst du das? Sieht nach einer Familienfeder aus, als hätten Brute sie getötet. Sollte ich was wissen? Das ist geheim. Manches ändert sich nie. Aha. Ich verstehe. Miss Nachrichtendienst weiß Bescheid, aber er hier nicht.
Ich weiß. Also das, was wir als Spieler so gesehen wissen, weiß der Typ als ODST nicht. Ich habe ein kleines Schakalproblem. Durchbricht ihre Schilde mit einer überladenen Plasmapistole. Das wirkt auch gegen Brute-Panzer. Ach ja? Warum sagst du das erst jetzt? Ich saß ja noch in meinem Port. Oh ja, geht doch nichts über ein bisschen Beziehungsdrama. Schön. Das war doch sogar machbar hier. Sesam, öffne dich. Ich weiß nicht, was hinter der Tür ist. Besser mal die Seite gehen. Okay, kann ich noch ein paar Plasmageschütze mitnehmen? Habt ihr hier zufällig noch welche versteckt? Hier oben vielleicht? Hui. Hier hängt einfach nur ein Schakal rum, auch okay. Nein, das hier ist ein Aussichtsturm ohne Geschütz. Ich verstehe nicht, wie man hier runterkommen soll von den Dingern. Das Ding in der Mitte schiebt dich mir wieder hoch und du kannst eigentlich nur runterspringen. Das ist eigentlich eine ziemlich bescheuerte Architektur. Du kommst da rauf, aber nie wieder runter. Friss oder stirb. So nach dem Motto. Schade, ich würde jetzt noch den zweiten, das zweite Plasmageschütz mitnehmen, aber das habe ich ja dummerweise in die Luft gejagt. Ich muss durch diese Tür. Ja, ich weiß, warum? Muss doch irgendwo ein Schalter sein. Junge, ich bin nicht doof, ich habe mich nur umgeschaut, deswegen hat mir den Schalter schon gedrückt. Diese Hinweise, die die NPCs einem manchmal, oder die in-game Charaktere einem manchmal geben, dass sie davon ausgehen, dass sie einen komplett retardeten Spieler haben. Ich bin nur halb retardet. Oh, hallo. Soldat, wir sitzen fest. Durchs Gebäude und in den Rücken fallen. Okay. Fuck, Position. Fast da. Was Soldat, ist los? Kontakt. Mehrere Feinde nähern sich meiner Position. Hör mal. Wenn ich es nicht schaffe. Hey, halte durch. Bin gleich da. Zu spät. Sie haben mich gesehen. Verdammt, nein! Veronica, rede mit mir. Bleib da. Ich komme. Hast du gehört? Ich wollte gerade sagen, Junge, hier. Gut, so, die ist leer. So, schön. Ach, hier dieses Gebäude meinen wir. Mhm. So, wir haben ja alle Zeit der Welt. Veronica wurde ja gerade erst gesehen. Dann können wir uns hier unten noch ein bisschen umschauen. Nicht gut. Ach, wisst ihr, ich glaube, ich gehe wieder oben rum. Das erscheint mir überlebenswahrscheinlichkeitstechnisch Dingsbums irgendwie. Oh, Shotgun. Wobei, ich habe noch genug mit meiner MG. Klüger. Unpraktisch. Du blendest mich nicht mit deinem, was auch immer du da gerade losgeworfen hast. Nee, so eine komische Anziehungsgranate. Oh,
Wo ist eigentlich die andere Tante? Ist sie schon hinüber? Okay, gehen wir wieder runter. Ja, renn du nur, renn! Wir rennen alle gerade alles ziemlich zielstrebig in eine Richtung. Oh. Egger? Nein, für sowas habe ich keine Zeit! Dreht euch um, damit ich euch in den Rücken schießen kann. Oh, das ist gar nicht gut. Wir hatten doch hier drin eine Shotgun, habe ich gehört. Wie wäre es denn mal mit der? Wie kommen die Jäger hier eigentlich rein? Sind die dafür klein genug? Oh ja, perfekt. Warum hänge ich jetzt hier irgendwo fest? Was soll der Scheiß denn? Der Typ, ey. Sind nicht noch irgendwo Heal-Packs? Da wollte ich sagen, hier waren noch zwei. Oder die große Preisfrage, wo der Jäger sich versteckt. Mann, warum lädst du denn jetzt schon nach, Junge? Ja! GG! Also irgendwie war das im Showcase einfacher. Ach nee, jetzt habe ich die ganzen Idioten wieder an der Backe. Was soll das denn? Das wird ätzend. Im Showcase war das einfacher, dass die Jäger nämlich irgendwie hier reingerannt und haben sich irgendwie verbuggt. Konnte man die einfacher erledigen. Ja, nimmt einen halt auch in die Mangel. Ist ja nicht so, dass ihr Idioten schon nervig genug seid.
Ja, da oben lebt er immer noch. Überhaupt gar nicht nervig mit euch hier. Meine Güte. Für sowas habe ich keine Zeit. Haben wir auch nicht. Trotzdem muss es sein. Den Rücken schießen kann. Wie wär's mit... Nein, nicht speichern und beenden. Wieso kann man nicht einfach kurz den Checkpoint machen? Wann seid ihr denn so scheiße geworden? Die verkackten Jägermistdinger. Ja, ich würde euch ja gerne von hinten erschießen, aber ihr dreht euch hier einfach nicht um. Nicht nervig oder so. So, mein Problem ist, meine primäre Waffe ist leer. Ich habe nur noch meine Pistole. Das heißt, mein MG habe ich irgendwo da oben liegen lassen. Das nehme ich dann jetzt erstmal schnell wieder mit. War das nicht hier? Ich bin doch hier rausgerannt, um... Ach ja, da liegt es ja. Perfekt. So wollte ich das haben. Södele, Södele, Södele. Da müssen wir hin. Ja, Jäger sind halt echt nervig, wenn du irgendwie, ich weiß nicht, normalerweise war die früher immer einfacher. Die sind immer losgerannt, irgendwo gegen die Wand gerannt und dann konntest du alle Ruhe hinter die schießen. Ich habe das irgendwie leichter in Erinnerung als das gerade, dass sie aufs Recken überhaupt gar nicht von hinten zu Gesicht bekommen, die beiden. Schlimm, schlimm, schlimm. Okay, ich habe aber nichts verloren, tut mir leid. Ah, da ist er ja schon, der Pott, den wir suchen. So, dann nix wieder runter. Dumdi-dumdi-dumdi-du, dumdi-dumdi-du. Wie lange wollt ihr eigentlich noch auf den Pott schießen mit euren kleinen Funzelwaffen? So. Was erwartet das Spiel jetzt von mir? Ich habe ja doch alles aufgeräumt. Ich muss dieses scheiß Ding ablegen, wow. Oh, ich bin hier. Hab dich! Oh. Ew. Ah, Mist. Hey, hey! Hey!
Ah, so ist der Helm da oben in die Wand gekommen. Oder in den Fernseher, genauer gesagt. Was zum Teufel war das? Haben Sie das schon mal gesehen? Hey, Romeo. Hören Sie mich? Oh, verstehe. Erlaubnis zu reden, Klugscheißer. Ich weiß nicht, was das war. Aber es hätte Sie fertig gemacht. Genau wie den Captain. Ja, vielleicht. Was von Mickey gehört? Dutch? Negativ. Vom Anfänger? Wir müssen hier raus und eine Verbindung herstellen. Eine unserer Drohnen muss sie gesehen haben. Dann ist die Mission der Lady geheim? Hat sie Ihnen gesagt, was sie wollte? Nein. Nie. Aber egal. Ich will jetzt nur noch meine Männer aus der Stadt bringen. Auch sie. Was ist zwischen Romeo und ihm vorgefallen? Ach so, ganz am Anfang in der Intro-Szene, wo er meinte, hinsetzen und einen Klapper halten oder irgendwie sowas. Okay. Gut. Ja, genau, so ist der Helm in den Fernseher gekommen. Der oder Deborah? Neue NAV-Daten. Rookie. Ach du meine Güte. Uplift-Reservat. Gut. Uplift-Reservat ist der letzte bekannte Aufenthaltsort eines ihrer Truppenmitglieder. Beachten Sie die Markierungsanzeige auf Ihrem Kompass. Gehen Sie zur Markierung, um mit der Suche zu beginnen. Danke. Ich bin alleine nicht drauf gekommen. So, ja, gut, aber... ob wir unseren Trupp noch wiederfinden und in welchem Zustand er ist und ob die Blonde noch existiert oder ob die wirklich hinüber ist, das erfahren wir frühestens in der nächsten Folge plus die darauffolgenden Folgen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss.